Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Atlantis. Ja, wir waren beim letzten Mal stehen geblieben bei der Treppe. Bei der Treppe, ja genau. Wir waren stehen geblieben bei der Treppe. Ja, jetzt müssten wir das hier nur noch da weg. Oh, jetzt habe ich vergessen, das da wegzumachen. Ach, das mache ich nachher noch. So, hier kommt noch anständig Stein hin. Das machen wir. Das soll dann so aussehen, dass es dann, als wäre es ganz. Also hier hat der Zerfall noch nicht ganz eingesetzt, würde ich sagen. Oder ja, doch, doch, ein bisschen machen wir hier schon. Das muss leider hier weg. Warte mal, das haben wir erstmal hier weg. So, da kommt ein bisschen weg. Da und da. Okay, da setzen wir dann einfach einen Sand hin. So. Blöppidi-blöpp. Ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus dann auch hier. Nee, da wollte ich... So, ja, okay. Sieht schon mal besser aus hier oben. Ah, hier muss ich noch Laternen hinsetzen. Kollege, da kannst du ja nicht hin, ne? Das weiß aber schon. Da müssen wir dann noch hier Laternen hinsetzen, ne? Warte mal, das können wir direkt machen. Oh, jetzt war tot. Schade. Bitte. Da kommt einer hin. Da. So, wie hoch machen wir das denn jetzt? So, nee, noch einen. Direkt davor. Mal schauen, wenn wir das jetzt so machen. Wupp. Dann kommt der Glowstone hier hin. Wow, es werde Licht. Das sieht schon mal gut aus. Hier, das muss ich noch weghauen. Das kann weg, das. Und dann müssen wir das noch schön machen. Wuppdiwupp. Ja, wir haben jetzt da eine Laterne hingesetzt, also müssen wir auf jeden Fall hier einen... Ah, wir müssen dann auch hier ein bisschen rissigen Steinziegel hier hinsetzen. Da kommt einer hin. Hier und da. Ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Setzen wir dann direkt daneben an. Ja, ich denke schon. Wir setzen das dann am besten... Hier. 1, 2, 3, 4. Das muss noch was höher. Oh, der geragt sogar dann aus dem Wasser. Ist ja auch nicht schlecht. So. Ja, das hat er. Doch. Das lassen wir jetzt mal so. Dass sie so ein bisschen aus dem Wasser ragt, das hat auch was. Ah, wir müssen dann auch hier was machen, oder? Lassen wir das jetzt am besten so. Nee, noch nicht. Wir setzen hier noch ein paar Steinchen hin. Und zwar hier. Wie machen wir das denn? So. Ja, dann noch in der Ecke hier ein und da. Und noch ein bisschen hier, so. Ja, das sieht doch schön chaotisch aus. Das passt doch super. Okay. Na, diesmal habe ich die Musik nicht vergessen. Hört man ja auch schön die Musik. Aber dafür habe ich wieder die Stoppuhr vergessen, was aber nicht so schlimm ist. Das wäre ja noch praktisch, wenn man in Fraps noch die Uhrzeit lesen kann, wie lange man aufnimmt. Ah, das geht ja auch nicht. Weil... Fraps nimmt ja nur 4,9 GB auf und ja,
Mal kann man irgendwie mit einem Video bei Fraps, es regnet, irgendwie nur 8 oder auch nur 5 Minuten aufnehmen und dann mal wieder ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Also ich weiß auch noch nicht so genau, woran das jetzt liegt, dass man mal mehr, mal weniger. Irgendwie komisch. Ah, jetzt habe ich das wieder hier rechts hingesetzt, dabei wollte ich das gar nicht. Na egal. Hä? So, jetzt wollte ich ja runter, weil ich wollte ja jetzt voll auschecken, ob das so geht. Ja, das geht. Das geht. Das können wir so lassen. Oh, hier haben wir. Ja, diesmal. Oh, es hakelt. Es hakelt. Boah, es donnert sogar. Wie geil ist das denn? Cool. So, dann setzen wir dahin. Löp, löp, löp. Wie auch immer, machen wir wieder mal 4. So, der kann weg, dann setzen wir jetzt unseren Laternen schon dahin. Ich habe überlegt, vielleicht könnten wir da irgendwie noch so diese komischen Falltüren davor setzen. Mal gucken, wie das aussieht. Was ist das denn? Achso, das ist braune Wolle. Okay. Bücherregal. Obsidian. Nee, wo haben wir das denn? Knopf. Was? Kopf? Oh. Das ist ja... Okay. Da könnten wir doch einen Skelettschädel oder sowas auf unsere Statue setzen. Warte, ich suche ja jetzt gerade was anderes. Wo finden wir das denn jetzt, was ich suche? Falltür. Druckplatte. Was? Tageslichtsensor. Aha. Das brauchen wir so noch nicht. So, jetzt probieren wir mal aus, wie das aussieht, wenn wir die Falltür hier vorsetzen. Oh. Nee, das ist doof. Da sieht man ja gar nichts mehr. Das ist jetzt richtig blöd. Oh, hier haben wir Redstone. Ah. Also mit dem Redstone und den ganzen Schaltergedingens da wollte ich noch was machen, dass wir ein Gebäude hochheben. Also es soll aus der aus die Erde kommen. Nee, das stimmt. Was rede ich denn da? Also ich hatte vor, ein Gebäude zu bauen. Aha. Boah. Jetzt bin ich wieder total verwirrt. Tut mir leid. Also ich hatte vor, ein Gebäude zu bauen, was auf so einem komischen Stützbalken steht. Und jetzt zuallererst steht es auf der Erde und soll dann langsam aus dem Boden rausgefahren kommen. Ich habe da noch nicht ausprobiert. Ich wollte das eigentlich vor dieser Aufnahme ausprobiert haben, aber habe ich dann einfach mal so vergessen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber ich glaube, das habe ich schon sehr oft gesagt. Ich glaube, das sage ich jetzt nicht nochmal. Weil irgendwann ist es man ja auch leid. Ich glaube, den Sand, den lassen wir einfach so und dann machen wir einfach die Steine hier so drumherum. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, weil so können wir den Weg nicht lassen. So. Okay, ich glaube, ein bisschen Erde können wir hier auch zwischen noch lassen. Aber das können wir nicht so lassen. Das muss leider weg. Sieht das mit dem Rand aus? Ja, den können wir... Oh, warte, wir setzen noch hier einen dazwischen. Ja. Das sieht schon viel, viel, viel besser aus. Oh, du musst leider hier weg. Das tut mir leid. Oh, es wird schon wieder hell. Es ist schon hell.
Boah, regnet das. Krass. Mal gucken, vielleicht finden wir. Oh, wie geil, Quallen. Cool. Das ist ja richtig geil, Quallen. Cool, vielleicht finden wir ja auch noch irgendwann mal Delfine. Das wäre ja auch noch super. Warte, das muss ich jetzt auch hier weghauen. Wieso hackelt denn das? Bei der letzten Aufnahme hat das überhaupt nicht gehackelt. Da war alles super mega flüssig. Der Ventilator ist noch an. Ja, dann weiß ich auch nicht. Oh, das reicht nicht. Wir müssen da anscheinend noch was hinsetzen. Oh, wir können... Ah, jetzt müssen wir wieder fliegen. Hä? Nee, da wollte ich die jetzt nicht hinsetzen. Ich wollte die so... Mal gucken, wie hoch wir das machen müssen. Das muss wieder weg. Hakel, 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 hakel. Wir bewegen uns jetzt ganz langsam. Hoch. So. So, 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 so. Okay. Ja, da könnte man eigentlich fast schon vorlaufen. Das Problem, nee, kann man nicht vorlaufen. Das ist schon mal super. Das, wenn man da nicht vorlaufen kann, ist das super. So, hervorragend. Gut, da war ich ja am... Okay. Ja, da war ich ja am Zweifeln, ob ich das überhaupt mache. Breit liegen da ein bisschen schmaler. Aber das... Ah ja, wir wollten da... Bevor ich jetzt hier... Ich wollte ja jetzt gleich Schluss machen. Bevor wir das hier machen, machen wir den Kopf weg. Und hauen da jetzt mal so ein Baumaterial. Nee, das war hier. Dekorationsblöcke, ne? Wo haben wir das denn? Ja, was nehmen wir denn? Creeper-Kopf? Nee. Ein Kopf? Nee. Zombie? Was? Wither-Skelett-Schädel. Ja, das sieht doch schon mal so aus. Wir nehmen mal den da. Den Sand brauchen wir jetzt nicht, also können wir da den. Da probieren wir jetzt, das probieren wir jetzt mal aus. Das geht ja gar nicht. Guck mal, der hat voll den kleinen Kopf. Da kann man leider nur mit solche kleinen Dinge machen. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Okay, ich muss leider eine Pause machen. Ja, Leute, ich muss mal gucken, was hier nicht stimmt. Ich sag mal auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss.